Ich wollte nur mal sehen, wie es dir geht. Wie es so läuft. Hör zu, Ansgar, es tut mir leid. Der Unfall, dass du jetzt hier liegst, alles ist... Ich hab das nicht gewollt. Wir sind doch eine Familie. Ich hätte dich doch niemals zurückgelassen in dem Wagen. Das heißt natürlich nicht, dass ich dich ab jetzt schonen werde. Du siehst echt scheiße aus. Ja, sie ist weg. Und weißt du was? Ich bin froh drüber. Sonst hätte ich sie wohl kaum gefeuert. Sie hat noch 4 Wochen bei LCL, dann haben wir einen Nachfolger für sie. Für dich übrigens auch. Weil ich dann nämlich am Ruder sitzen werde. Weißt du, egal was passiert ist, ich bin jetzt der Firmenchef. Und ich werde dafür sorgen, dass es auch so bleibt. To-Do-Liste? Wochen bin ich zurück und dann bist du Geschichte. Aha. Wie geht's Ihnen? Keine Fortschritte bei der Aphasie. Sebastian, das war ein Unfall. Du hättest nichts tun können, um das zu verhindern. Das reicht. Bedauerlicher Unfall, der ihn auch nicht von seinem Größenwahn abhält. Hier, meine Arbeitsaufträge. Er liegt im Krankenbett und gibt dir Befehle? Er ist zuversichtlich, dass er bald wieder ganz gesund ist. Und solange können wir ihn nicht abwählen. Bist du dir da so sicher? Ich habe die Verträge selbst aufgesetzt. Wir haben keine Handhabe. Die Beweise, dass er die Gelder veruntreut hat, sind bei der Explosion alle verbrannt. Er liegt im Krankenhaus. Er kann sich nicht artikulieren. Wenn das nicht unsere Chance ist, worauf wollen wir denn warten? Nicht, solange er geschäftsfähig ist. Auch wenn er nicht einmal mehr sprechen kann. Sein Schreiben ist auch nicht weit her. Bitte diese auch klar an. Tanjas Kündigung zurücknehmen, das hätte er wohl gerne. Presseerklärung rausgeben. Ich brauche Verkaufszahlen und Bilanzen. Balinzen. Hm? Da steht Balinzen. Da hat er sich wohl vertan. Und wenn nicht? Was ist, wenn er doch bleibende Schäden zurückbehalten hat? Ach, Sebastian, komm, das ist ein Flüchtigkeitsfehler. Ach ja, weißt du das so genau? Wir wollten eine Chance, das ist keine. Das reicht doch niemals aus. Das werden wir sehen. Entschuldigung, ist Dr. Mendez zu sprechen? Balinzen statt Bilanzen. Ein simpler Dreher, das hat nichts zu bedeuten. Und wenn doch? Sie müssen Geduld haben. Bis so eine Aphasie sich bessert, das kann Wochen dauern, vielleicht Monate. Mit anderen Worten, Sie haben überhaupt keine Ahnung, wie stark sein Gehirn wirklich geschädigt ist. Es muss doch irgendwelche Tests geben, mit denen man das nachweisen kann. Sicher gibt es die. Nur sehe ich derzeit keine Veranlassung, einen solchen Test durchführen zu lassen. Aber ich. Ansgar von Lahnstein ist amtierender Geschäftsführer von Lahnstein Enterprises. Und schon allein im Interesse meiner Familie brauche ich die Sicherheit, dass da an der Spitze des Unternehmens jemand steht, der geistig voll zurechnungsfähig ist. Wir müssen einfach wissen, ob Ansgar nach wie vor in der Lage ist, die Firma zu führen. Dazu brauche ich ein rechtskräftiges Gutachten. Ihr Cousin bestimmt nicht den Ausgang des Tests. Das macht ein unabhängiger Gutachter. Da er nicht Mitglied Ihrer Familie ist, besteht eine realistische Chance. Mir ist klar, dass Sie ein Risiko eingehen. Aber um diesen Test werden Sie nicht herumkommen. Und ein Gutachten kann Ihre Familie leider auch juristisch einfordern. Aber sehen Sie es positiv.
Wenn wir wissen, wie es um sie steht, können wir sie auch gezielter therapieren. Wenn Sie den Test bestehen und wir davon ausgehen können, dass sich die Aphasie vollständig zurückbildet, spricht nichts dagegen, Sie hier zu entlassen. Von Lahnstein? Mendez hier. Ich habe mit Ihrem Cousin geredet. Ja? Er ist einverstanden. Ich habe bereits einen befreundeten Neuropsychologen informiert. Er wird die Untersuchung heute Nachmittag durchführen. Danke, Dr. Mendez. Damit helfen Sie uns sehr. Du willst ihn auf seine Geschäftsfähigkeit prüfen lassen, weil er beim Schreiben vom Wort Bilanzen die Vokale vertauscht hat. Elisabeth, wir haben exakt zwei Möglichkeiten, ihn endlich aus dem Stuhl zu hebeln. Entweder wir weisen ihm eine Straftat nach oder dass er nicht geschäftsfähig ist. Die Ausschlussklausel in Ludwigs Testament. Vielleicht ist sein Gehirn ja stärker geschädigt, als wir dachten. Dann hätten wir immerhin Gewissheit. Wenn wir ihn loswerden wollen, dann müssen wir jetzt handeln. Und du glaubst, er würde diesen Test nicht bestehen? Das ist unsere einzige Chance. Du machst das hier nicht nur wegen der Firma, oder? Komm, Sebastian, ich kenne dich doch. Ansgar und du, ihr wart schon immer Konkurrenten. Aber dass du dich mit dieser Vehemenz einsetzt, ihn zu entmachten. Mir geht es nur um die Firma. Und um die Familie. Und du machst es wegen Tanja. Sie ist doch ausgezogen, nicht wahr? Sie hat damit nichts zu tun. Wir hatten unsere ganz eigenen Probleme. Der Aachener Aphasietest hat mehrere Schwierigkeitsgrade. Wir kommen jetzt zu etwas komplexeren Begriffen. Naja, gut. Was mit Ansgar jetzt passiert ist, damit hast du ja nichts zu tun. Das lag ja nicht in deiner Hand. Du hast doch keine Ahnung. Sebastian, sei doch nicht so streng mit dir. Das war ein Unfall. Bei dem er fast ums Leben gekommen wäre. Aber das ist doch nicht deine Schuld. Doch! Was? Wieso? Was redest du? Sebastian! Sag mir, was los ist. Ansgar wollte fliehen mit dem Geld und mit den Beweisen und hat die Kontrolle über das Auto verloren. Weil ich auf den Wagen geschossen habe. Sehr gut. Das ist sehr anstrengend für Sie, nicht wahr? Ein letzter Test. Richtig und welches ist falsch? Wenn ich nicht geschossen hätte, dann wäre das alles nie passiert. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann wolltest du Ansgar ja aufhalten. Wolltest ihm ja nicht schaden. Jetzt kann er nicht mehr sprechen. Das ist mein eigener Cousin, Vater von drei Kindern. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Moment, Sebastian. Ansgar ist derjenige, der getäuscht und betrogen hat. Dich trifft doch keine Schuld. Da liegt diese Waffe. Ich nehme die Waffe. Ich drück ab. Gar nicht gewusst, dass ich zu sowas fähig bin. Sebastian, ich kann verstehen. Du hast Angst, dass du genauso tief gesunken bist wie Ansgar, aber glaub mir, das bist du nicht. Du wolltest doch nur das Richtige tun. Es kommt raus. Dr. Mendez, wie ist denn die Untersuchung gelaufen? Es war anstrengend für Ihren Cousin. Er konnte auch nicht alle Fragen richtig beantworten, aber der Gutachter war insgesamt sehr zufrieden. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass Ansgar bald wieder ganz gesund ist? Wir müssen das endgültige Gutachten abwarten, aber es sieht gut aus. Er wird in den nächsten Tagen entlassen. Wir hoffen, dass die gewohnte Umgebung hilft, die Sprachstörung zu überwinden. Verstehe.
Auf Wiederhören. Und was hat er gesagt? Wie ist der Test gelaufen? Sieht ganz so aus, als ob Ansgar bald wieder ganz der Alte wäre. Professor Kronberg, Sebastian von Lahnstein hier. Ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht Zeit haben, sich mit mir zu treffen. Es geht um das Gutachten von Ansgar von Lahnstein. Ich würde Ihnen gerne ein Angebot machen. Wissen Sie, es geht um die Zukunft unserer Firma. Nicht zuletzt. Die Zukunft meiner gesamten Familie. Ich habe gar keine andere Wahl. Können Sie das verstehen? Der Cousin Ansgar wird in den nächsten Tagen aus dem Krankenhaus entlassen. Das heißt, er wird den Firmenvorsitz wieder übernehmen. Und genau das darf in keinem Fall passieren. Was wollen Sie von mir? Ich möchte, dass Sie meinen Cousin für geschäftsunfähig erklären.